Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Es war irgendwie ein Spiel, das schon in der ersten Halbzeit verloren wurde, oder? Würde ich nicht sagen. Wir hatten viele Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Aber wir haben trotzdem dominant gespielt. Ich habe es eben schon gesagt, der Gegner hat aus wenig viel gemacht. Und wir haben aus viel zu wenig gemacht, leider. Ja, am Ende kam die Exklusion, wie man sie in Saarbrücken ja schon fast kennt. Oder wie sie üblich ist schon fast. Und zu späten Zeitpunkt wahrscheinlich, nicht? Ja, aber für mich ist das trotzdem eine große Anerkennung an die Mannschaft, dass wir bis zum Ende kämpfen. Ich meine, wenn das Tor 5 bis 10 Minuten früher fällt, dann glaube ich nicht, dass die Duisburger hier mit einem Sieg vom Platz gehen. Ja. Es war leider ein Ticken zu spät. Wir hatten die Möglichkeiten auch vorher schon gehabt, aber haben sie halt leider nicht genutzt. Ne? Hallo Justin, man hat den Eindruck, dass mit dir dann die Wende im Spiel kam. Siehst du das auch so? Wir hatten am Ende noch gute Chancen. Ich sag, wir hätten auf jeden Fall noch den Punkt mitnehmen können. Letztendlich haben wir am Anfang, sag ich mal, 2 dumme Tore bekommen und ja, dann das dritte auch noch und ja, dann haben wir uns aber letztendlich gefangen, haben es dann gut gemacht und ja, dann ist es schade, dass wir nicht noch einen Punkt mitnehmen. Bist du mit einer speziellen Motivation jetzt reingekommen, hast dir gesagt, ich will jetzt hier unbedingt noch mal was reißen in dieser Situation? Natürlich, ich habe versucht alles zu geben, noch ein Tor zu machen. Letztendlich hat der Torwart den dann in der einen Situation gut rausgeholt. Aber ich finde, wir haben das als Mannschaft in der letzten Viertelstunde nochmal super Charakter gezeigt, um nochmal zurückzukommen. Und ja, letztendlich war es dann halt schade. Was bedeutet das jetzt für die anderen Spiele, die jetzt kommen, die Auswärtsspiele? Ja, wir direkt von Anfang an besser angehen und ja, ich denke, dass wir am Freitag das eh besser machen werden und dann hoffentlich 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Spiel des Jahres 2023 im Ludwigspark. SFC Saarbrücken gegen MSV Duisburg. Endstand 2:3 vor 10.705 Zuschauern. Wir gucken auf das Spiel mit den beiden Trainern, Thorsten Ziegner, hallo, und Rüdiger Ziel. Das erste Wort wie immer unsere Gäste. Thorsten, bis zum 3:0 sehr souverän gespielt und dann doch nochmal spannend gemacht. Ja, in Kurzform könnte man es genauso beschreiben. Ich glaube trotzdem, es stand 3:0 bis zur 85. Minute, bis zur 87. Minute, das ist schon richtig. Aber so deutlich war das Spiel nicht. Ja, ich finde, dass wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Ich finde aber auch, dass wir uns immer wieder erwehren mussten gegen die Angriffe von Saarbrücken. Und das war gar nicht so einfach zu verteidigen, aber die Mannschaft hat das sehr diszipliniert, geschlossen und sehr, sehr dominant getan, auch vor allem das Spiel gegen den Ball. Und deswegen haben wir Saarbrücken dann immer wieder den Zahn gezogen, um noch mehr Wucht zu entfalten. Und die letzten 10 Minuten waren sie schlussendlich mit Nachspielzeit. War es dann schon so, dass es für uns auch noch mal kribbelig wurde, weil wir es eben nicht mehr geschafft haben, die Flügel zu schließen, weil immer wieder Flanken reinkamen und dann die Jungs, die da mein Kollege reingebracht haben, natürlich im 16er total gefährlich sind. Insgesamt habe ich einen sehr starken Auftritt von meiner Mannschaft gesehen. Wir sind hochzufrieden mit dem, was wir uns in der Woche bezugnehmend auf das Spiel heute erarbeitet haben, wie es die Jungs umgesetzt haben, wie sie als Team aufgetreten sind. Und dementsprechend ist es ein hochverdienter Sieg für uns. Dankeschön für das Eingangsstatement. Rüdiger, genau umgekehrt die Frage, zu spät aufgewacht. Ja. Hallo erstmal und Glückwunsch zum Sieg. Letztlich war der Sieg verdient, weil wir nicht unser Leistungsmaximum erreichen konnten. Wir haben zu unsauber gespielt, hatten sehr viele Fehlpässe in unserem Spiel nach vorne. Plus war immer Thematik so zweite Bälle, wenn wir überspielt wurden, nachrückende Spieler aus dem Mittelfeld von Duisburg immer wieder die Bälle gewonnen haben und dass wir da hinterhergelaufen sind. Trotzdem ist es einfach ärgerlich, wie wir die Tore dann bekommen haben durch einen krassen individuellen Fehler, das 1:0 durch eine Standardsituation, wo wir am zweiten Pfosten nicht wach sind und auch das 3:0-Flanke durch Eigentor, das verlängert wird. Letztlich haben wir zweite Halbzeit sehr viel Risiko eingegangen, haben hinten Mann gegen Mann verteidigt, wo es dann viele Situationen gab, die eng waren bei uns in der Defensive. Ich glaube, die Moral der Mannschaft hat gestimmt. Sie wollte immer wieder nach vorne spielen, hat auch Möglichkeiten gehabt, aber letztlich haben wir zu spät dann auch die Tore gemacht, dass es wirklich eng werden kann. Ich glaube,
muss man einfach sagen, dass über 90 Minuten gesehen verdienter Sieg war, weil wir einfach nicht zu 100% unsere Leistung abrufen konnten. Danke. Dankeschön an die beiden Trainer. Kommen wir gerne zu den Fragen. Bitte das Mikro benutzen. Ja, hallo, Dirk Kretzlaff, meine Ruhrzeitung Duisburg. Thorsten, Vincent Müller musste raus, hat Handtuch geworfen, dann doch. Gibt es schon irgendwelche Einschätzungen, was er hat? Oder was macht ihr jetzt mit ihm? Nehmen wir ihn erstmal mit nach Hause. Das ist eine gute Idee, ja. Nein, also wir können natürlich noch nicht genau sagen, was es ist. Feststeht, er hat Schmerzen an der Schulter oder in der Schulter gehabt. Und hat uns dann signalisiert, dass er nicht mehr 100% jeden Ball nachgehen kann, dass er mögliche Schüsse, die er abwehren kann, nicht mehr 100% angehen kann. Und wir haben mit unseren Jungs eine Vereinbarung, dass wenn jemand nicht der Mannschaft 100% helfen kann, dann soll er die Hand heben, dann soll er Bescheid sagen. Und so war es. Und schlussendlich, und das muss man auch ganz deutlich sagen, hat Lukas Räder ab dem Zeitpunkt, wo er drin war, überragend gehalten. Jetzt haben wir heute dann doch ein neues Spielsystem gesehen. Seid ihr jetzt insgesamt schwer auszurechnen? Bleibt ihr variabler jetzt in der nächsten Woche? Ja, das war natürlich heute zunehmend auch auf das Spielsystem von Saarbrücken. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Es ist gar nicht so einfach, diese Variabilität im eigenen Ballbesitz von Saarbrücken dann immer wieder defensiv aufzufangen. Wir haben versucht, dort vor allem defensiv viele Reihen zu haben, um uns immer wieder helfen zu können. Das ist gut aufgegangen. Und jetzt werden wir uns nächste Woche auf Mannheim vorbereiten. Wird sicherlich ein ganz anderes Spiel gegen eine ganz andere Mannschaft. Und dort gilt es einfach wieder, die bestmögliche Formation zu finden und das bestmögliche Personal für heute. Klar, wenn man 3-2 gewinnt, ist es immer einfach zu sagen, für heute war es die richtige Entscheidung, das eben so zu machen. Hat aber keine Aussagekraft für nächste Woche. Das, was wir sagen können, ist, dass wir 3 Tore auswärts geschossen haben. Das ist immer super positiv. Das gibt einen die Möglichkeit oder ein gutes Gefühl, eben auswärts auch gewinnen zu können oder Spiele gewinnen zu können. Das, was uns logischerweise am Ende des Spiels nicht gefallen hat, ist, dass wir 2 Tore gekriegt haben, weil das war unnötig. Aber insgesamt machen wir uns nicht so viele Gedanken, ob wir super variabel sind oder unterschiedliche Systeme spielen können. Wir versuchen für Woche für den jeweiligen Gegner die bestmögliche Formation zu finden. Und dann klappt es wie heute einmal besser und irgendwann vermutlich mal wieder weniger gut, aber ja, heute sind wir sehr zufrieden. Danke. Eine Frage an Rüdiger Ziel. Bjarne Tölke musste kurzfristig passen, das heißt muskuläre Probleme. Steven Zellner hat uns jetzt eben gesagt, das wäre bei ihm auch schwierig gewesen heute. Führt das so ein bisschen zur Neubewertung? Noch das Transferfenster ja 2,5 Wochen offen oder wartet ihr erstmal ab, wie lange das jetzt bei Bjarne dauert? Ja, letztlich gestern während dem Training, als die 2 die Hand gehoben haben, weil sie nicht bei 100% sind, war schon so kurzer Gedanke, wenn das was Schwerwiegendes ist, muss man vielleicht was machen. Letztlich müssen wir genau die Diagnose auch noch abwarten bei Pjan. Das sieht jetzt nicht so dramatisch aus, weil er auch weiter trainiert hatte, aber das Risiko dann doch zu groß war, ihn heute einzusetzen. Weitere Fragen sind nicht. Wir hätten mal doch hier bitte vorne. David Benetschuk, Saarbrücker Zeitung. Ja, Herr Ziel, jetzt habe ich von den Spielern gehört, dass einige das auch als Warnschuss zur rechten Zeit sehen, dieses Spiel. Wie sehen Sie das Ergebnis heute und ja, auch die Diskrepanz in den Phasen dann? Letztlich haben wir heute nicht gut gespielt. Das müssen wir so analysieren. Warnschuss, meine Güte, also ich hätte gerne gewonnen, hätte einen Warnschuss irgendwo verpasst. Also sollte aber nicht sein, weil wir gegen eine gute Mannschaft einfach nicht an unserem Maximum waren. Und das ist auch das, was ich der Mannschaft schon gesagt habe, wir müssen Woche für Woche unsere 100% bringen, um gewinnen zu können. Und heute waren wir nicht bei 100%. Dann sind keine Fragen mehr, dann wie immer der Hinweis auf die nächsten Spiele. Kommenden Freitag bei Viktoria Köln, danach in Paderborn gegen Verl. Und wir sehen uns dann in 14 Tagen hier nochmal zum ja hoffentlich Spitzenspiel dann gegen Elversberg. Bleibt mir, unseren Gästen, einen angenehmen Nachhauseweg wünschen. Das ist ja wohl sichergestellt jetzt. Und uns hier noch einen ja, schönen Restnachmittag in Ludwigspark. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, gute Zeit und tschüss.